Servus und willkommen zu einer neuen Tour. Es ist Freitag, der 24.07. Ich stehe hier in Hofheim am Taunus. Das liegt bei Frankfurt. Ja, ich bin jetzt hier gerade hergefahren und ich möchte am Wochenende mal den Taunus-Teaser unter die Räder nehmen. Das ist eine Tour ungefähr ja, so 330 Kilometer, 6000 Höhenmeter. Ja, ist der kleine Bruder von der Taunus-Bikepacking-Tour und ich denke, man kriegt einen guten Eindruck von dem, was einen auf der großen Tour erwartet. Es ist ungefähr 5:30. Ja, ich räume jetzt meine Sachen zusammen und ich denke mal, ich brauche so eine halbe Stunde. Und dann ja, versuche ich heute noch so 70, 80 Kilometer zu radeln. Höhenmeter weiß ich nicht genau, aber ich denke, es geht gleich am Anfang schon mal den Berg hoch. Also geht es gleich zur Sache und ja, mal gucken, wann ich dann einen guten Schlafplatz finde. Ich würde sagen, legen wir los. Keine 2 Kilometer, ja, erstmal raus aus dem Ort. Es geht rein in die Hügel. Ich habe jetzt ja, ein bisschen mehr wie 6 Kilometer hinter mir. Ja, kann man schön die Skyline von Frankfurt erkennen. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sehen kann. Vielleicht ein bisschen klein. Aber ja, es geht hügelig weiter. Aber wirklich, bisher lässt sich super fahren. Nicht wirklich steil. Also, ja, waren jetzt schon ein paar Höhenmeter, aber echt. Wie gesagt, gut zu fahren. Wenn es so weitergeht, wird es eine richtig tolle Tour. Vorne stehen ein Haufen Autos, sieht so ein bisschen ja, nach einem kleinen Biergarten aus. Mal gucken, vielleicht bekomme ich da was zu essen. Ich habe so langsam Hunger. Ja, das war schon kein Biergarten mehr, das war ein richtiges Restaurant und war richtig voll. Also hatte ich jetzt keine Lust drauf. Ja, so eine Imbissbude wäre mir jetzt da lieber. Mal gucken.
Vielleicht kommt ja noch eine. Ja, wir haben jetzt 9:30 vorbei. Ich bin bei 44 Kilometer, irgendwie so 900 Höhenmeter habe ich jetzt. Und ich mache jetzt hier eine kleine Pause, schöner Rastplatz hier. Und ja, mal gucken, wo ich hier bin und ob demnächst nochmal vielleicht eine kleinere Stadt kommt oder so, wo es vielleicht die Pizzeria gibt. Das wäre natürlich nicht schlecht. Und ein Weizenbier dazu. Mal gucken. Ich habe die Tour wieder auf Komoot geladen auch. Ja, das ist immer, habe ich schon ein paar Mal erzählt, ganz gut zur Orientierung, wo man gerade ist. Da kann man schön rein- und rauszoomen. Das geht mit dem Garmin, finde ich, nicht so gut. So, hier bin ich jetzt. Und ja, ich habe jetzt ein schönes Waldstück hinter mir. Jetzt kommt noch mal ein Stück Wald und ja, dann komme ich nach Bleichstadt oder Bleichenstadt heißt es oder Beidenstadt. Beidenstadt, glaube ich, ja. Ja, scheint ein etwas größerer Ort zu sein. Nebendran ist Taunenstein. Das sind jetzt noch keine Ahnung, ich habe hier keinen Maßstab, aber allzu weit dürfte es nicht mehr sein. Ich esse eine Banane, dann fahre ich nach Bleichstadt oder Beidenstadt oder irgendwie sowas und dann gucke ich, dass ich da noch was zu essen bekomme. Ja, ich fahre jetzt hier gerade aus Beidenstein oder Bleichenstein oder irgendwie sowas wieder raus. Ja, 2-3 Lokale habe ich gefunden, allerdings ja, hat die Küche überall schon zugehabt. Und ja, ich habe jetzt ein Bier mitgenommen und habe mich wieder auf den Weg gemacht. Mal schauen. Ich fahre jetzt mal noch in den nächsten Ort, aber ich denke nicht, dass ich noch irgendwas essen bekomme. Das sei denn, ich komme zufällig noch vor 11 an der Dönerbude vorbei. Und ja, dann werde ich mir demnächst irgendwo eine schöne Bank suchen oder einen guten Schlafplatz. Ja, ja, wir haben jetzt 11 oder so, ich bin bei Kilometer 60. Jetzt gerade durch den nächsten Ort gekommen, aber hier hat auch nichts mehr auf. Also zumindest nichts, wo man Essen bekommen könnte. Und ja, ich fahre jetzt einfach weiter und werde mal den nächstbesten Schlafplatz nehmen. 11 Uhr, ich habe einen Schlafplatz gefunden. Ich bin hier, ja, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ich versuche es mal in so einer kleinen Hütte aus Stein. Ja, kann man sehen. Ich bin mir nicht sicher. Ein bisschen vielleicht, wenn ich zeige es morgen. Und Stufen. Ja, wir haben 11 Uhr, ich bin bei ungefähr 60 Kilometer. Kilometer waren es jetzt hier 1100, also habe ich morgen noch ungefähr 5000 Höhenmeter und 270 Kilometer. Ja, also morgen und übermorgen. So, ich richte mich hier ein bisschen ein und werde mein Bierchen trinken und Erdnüsse dazu und dann gehe ich schlafen. Bis morgen. Ein Franziskaner. Perfekt.
Guten Morgen. Es ist kurz nach 6:30. Ja, hier habe ich übernachtet an diesem kleinen See. Geschlafen habe ich soweit ganz gut. Ich war halt auch schon ein paar Mal wach, weil es etwas frisch war heute Morgen. Aber ja, geschlafen habe ich soweit ganz gut. Das war mein Schlafplatz. So sieht das Ganze bei Tageslicht aus. Und ich würde sagen, jetzt packe ich zusammen. Dann suche ich mir die nächste Bäckerei. Ja, hier wäre noch mal eine schöne Hütte gewesen. Also bisher gab es genug Hütten, genug Möglichkeiten zum Unterschlupf finden. Sieht auch gut aus. Hier gibt es so ein paar Moorgruben. Sollte man den Hinweis vielleicht Folge leisten, nicht ins Moor gehen. Hier darf man langlaufen. Also einsinken tue ich nicht. So, weiter geht's. Der Bäcker ruft. Ja, ich habe 20 Kilometer hinter mir und da vorne kommt ein Ort. Also bisher sind es nur zwei Häuser, aber vielleicht wird es ja noch ein Ort. Vielleicht gibt es ja da einen Bäcker. Ja, ich komme jetzt hier gerade in den nächsten Ort, stehen auf jeden Fall mal mehr wie drei Häuser. Vielleicht habe ich hier Glück. Also eine Bäckerei habe ich jetzt nicht gefunden, aber dafür eine Tankstelle. Und die haben, wie fast überall auch, Kaffee und Brötchen.
Also gleich hinter der Tankstelle kam ein großer Rewe-Markt. So einsam ist die Gegend also doch nicht. Wer so keinen Bock auf Tankstelle hat, keine Sorge. Irgendwann kommt ein Supermarkt. Ja, da oben ist eine Burg, aber die muss man sich hart erarbeiten. Das ist die Burg Hohenstein. Ja, wer will, kann sich das hier auch anschauen. Ist irgendwie von 8 bis 8 Uhr auf oder irgendwie sowas, oder 8 bis 18 Uhr. Ja. Ich würde sagen, ziemlich gut erhalten und eine relativ große Burganlage hier. So, aber ich schaue mir das jetzt nicht an. Ich fahre weiter. Kilometer 137, ja, nachdem es jetzt ja ziemlich lange über Felder und Wiesen ging, kommt hier mal wieder ein Abschnitt im Wald, ja sogar eine Art Single Trail, davon gab es bisher noch gar nichts, mal richtig Spaß.
Kilometer 150. Ja, ich habe jetzt irgendeinen Fluss erreicht. Könnte die Lahn sein. Also laut Garmin geht es jetzt auch erstmal eine Weile am Fluss entlang und dann geht es irgendwann wieder die Hügel hoch. Also am Fluss entlang, da heißt nicht gleichzeitig eben. Ich fahre nämlich hier gerade irgendwo den Berg hoch und ja, der Fluss, der ist irgendwo da unten. Das fahre ich hier doch am Fluss entlang, schön eben. Ja, also wenn das hier die Lahn ist, dann müsste ich eigentlich auf dem Lahntalradweg sein. Da grüße ich mal den Markus Geis, der fährt hier nämlich immer lang. Ja, der Lahntalradweg geht jetzt links oder rechts rum und mein Weg führt hier über die Brücke. Das heißt, ja, so langsam geht es wieder in die Hügel rein. Berg hoch und wäre da doch recht viel gefahren, die Straße. Das ist nicht so wirklich funny. Aber ich glaube, ich biege bald ab.